Hallo, hier möchte ich euch meine Shortcuts für zwei Bariton-Saxophone vorstellen. Man könnte ja auf die Idee kommen zu fragen, warum schreibt einer Musik für zwei Bariton-Saxophone? Ganz einfach, weil es cool klingt. Und ich mochte Bassinstrumente schon immer gern, und das Bariton ist ja das Bassinstrument aus der Saxophonfamilie, im Quartett zumindest. Und die anderen Saxophone, also Sopran, Alt, Tenorsaxophone sind mit Duetten reichlich gesegnet, und ich denke mir, fürs Bariton gibt es nicht so viel. Und wenn ein Instrument schon mal so gut klingt wie ein Bariton, sollte man einfach auch Duette dafür zur Verfügung haben. Es ist schon etwas besonders für Bassinstrumente zu schreiben, weil vieles, was bei den höher gestimmten Instrumenten funktioniert, klappt in der Basslage überhaupt nicht. Manche Intervalle, manche Fortschreitungen funktionieren einfach nicht. Und es ist schon eine Herausforderung zu gucken, was klingt auch richtig gut. Ich glaube, dass mir das bei den acht Shortcuts ganz gut gelungen ist. Probiert es aus.